Bam, bam, bam. Direkt noch was, nice. Snotbomb, Wario. So, als kleine Information. Man macht jetzt nach jeder Runde, also nach jedem Rennen macht man diese Challenge, deswegen kriege ich immer ein paar mehr Münzen. Also die 15 extra Münzen bekomme ich noch. Wollte ich schon gesagt haben. So, was gibt's jetzt? Noch ein Wario-Item, lol. Was Neues für Blinky und was Neues für Yoshi. Ja, es ist wie ein Double Dash. Einmal ein neues Blinky-Item. Ja, und das war's. Oh lol. Yoshi Story-Anspielung. 328 Coins bis zum nächsten Preis. Ich verarsche. So, was bekomme ich jetzt? View Change. Wait, what? Ah! Das ist ja mega scheiße. Das ist ja komplett bescheuert. Das ist ja mega der Rotz. Na, Mario Kart 7 hat das von diesem Spiel geklaut. Das wäre eine Rotz, Alter. Das war es jetzt wert, oder wie? Nein, was nicht. Nein. Das war es nicht wert. Das ist Mario Kart VR. Gibt's ja auch. Ich werde nie verstehen, warum es Menschen gibt, die das mögen. Hey, jetzt bin ich auf einmal Erster. Hey. Das ist so verbuggt. Mario Kart Dritter und dann auf einmal Erster. Challenge noch so machen. Ach nee, kann ich nicht. Geht nur im normalen Rennen. Das macht's ja gleich doppelt scheiße. Einmal geht's nicht. Im anderen Mal ist es scheiße. Ich krieg jetzt einfach nichts mehr frei. Oh Junge. Der Scheiß ist das, was ich wollte. Okay. Haben wir's auch geklärt. Oh Mann. Das hat sich auf einer Skala von 1 bis 10 nicht gelohnt. Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Das ist jetzt voraussichtlich der letzte Part. Und ich nehme Waluigi als Abschluss. Das ist wieder mal verbuggt. Weil ich auch mit Waluigi angefangen hatte. Hier sieht man, dass mir noch ein paar Items fehlen, aber ich weiß nicht, wie man die bekommt. Durch Münzen auf jeden Fall nicht. Ich nehme mal... Nehme ich den einfach mal. Kann man sich schon mal angucken. Dann nehme ich immer den Magneten. Weil eigentlich ist der Magnet mittlerweile sinnlos. Und die Clownskutsche perfekt. So, ich habe auch ein neues Feature freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Ich zeige es einfach nochmal. Und zwar kann ich jetzt in diese Frontansicht gehen. Das ist das letzte, was man freischaltet.
von den Münzen. Find's aber eigentlich ziemlich dumm. Ich fahr jetzt damit nicht unbedingt besser als ohne. Ich habe diese Front an sich auch nie verstanden. Diese Fahrer an sich, besser gesagt. Gibt's ja in einigen Racing-Spielen, aber irgendwie kann ich damit nicht so gut umgehen. Ich kann es immer als Challenge probieren. Das ist doof. Ich lasse es. So, und bisher läuft es so gut. Ich bin Sechster. Und ich krieg nie ein Item. Warum fahr ich denn immer dran vorbei? Zack. Ich hab's falsch eingedrückt, nur. Den falschen Knopf. Hä? Was ist das? Seltsames Item. Ich drücke immer das falsche. Den falschen Knopf, um das Item einzusetzen. Der Witz ist, wenn ich aus dieser Frontansicht rausgehe, dann wird das Item automatisch eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist vom Spiel oder vom Emulator oder von meiner Einstellung, aber. Naja, kann man nicht viel machen. Zumindest jetzt nicht auf die Schnelle. Ja, ich achte jetzt auch gar nicht mehr auf die Münzen, weil ich die halt jetzt, weil ich das jetzt erfüllt habe, das Ganze. Das Münzenquest. Ach man, ist jetzt immer, ich drücke immer die falsche Taste, das ist nervig. Zack. Wobei ich dadurch halt auch jetzt langsamer fahre im Insgesamten. Vielleicht ist das der Grund, warum ich gerade so schlecht bin. So, falls mich einer überholen will. Ich habe den Schraubenschlüssel. Also. Pech gehabt. Zack. Schalte ich irgendein Item frei oder so? Nee. Man konnte ja unsere Items freischalten. Vielleicht habe ich deswegen ein paar Items weniger. Ah, okay. Ich weiß nicht, vielleicht schalte ich am Ende noch was frei. Vielleicht aber auch nicht. Ah, jetzt gibt es wieder die Mushrooms. Ich finde es auch schade, dass ich bisher immer noch nicht die Mushrooms freigeschaltet habe als Item. Falls das überhaupt geht. Vielleicht wird es ja noch was. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Zack. Und wieder kein Item bekommen. Ah. Lol. Das hat Waluigi bisher noch nie gesagt. In dem Spiel zumindest. Also bei mir hier. Die Strecke ist ganz schön kurvenreich. Da muss ich mich sogar anstrengen. Ach, das gibt's doch nicht. Ist das schneller, wenn ich da springe? Okay, ich glaube nicht mehr dran, dass ich hier irgendwann mal ein Item bekomme. Ja, die Koms, die sind wirklich viel langsamer auf diesen Turbostreifen. Ich habe das Gefühl, die reagieren dann nicht mal drauf. Ach, schade. Ich würde abbremsen, um die Coins zu bekommen, aber das ist nichts geworden. Zack.
Aber die kriegen andere Items als. Weiß nur die Turbo-Pilze. Interessant. Und zack. Ja, ich werde gerade mal 5 Kilometer schneller. So schnell bin ich mit Münzen. Von alleine. Ich frage mich zwar immer noch, was das für eine Geschwindigkeitseinheit da sein soll, aber. Kilometer sagt mir jetzt eigentlich nichts. Zumindest nicht in Bezug auf Geschwindigkeit. Aber was weiß ich denn schon? Zack. So, schön die Abkürzung nehmen. Boost geben. Und dann wird es auch was. Zack. Ach, das war schon die letzte Runde, super. Perfekt. So. Erstens bitte mal gucken, wer da unten alles ist. Und da ist Daisy. Toad in Braun. Diddy Kong wahrscheinlich. Bowser Jr. Birdo. Koopa. Zwei Toads und diese seltsamen Dinger, dessen Namen ich nicht kenne. Deren Namen ich nicht kenne. Ich weiß nur, dass sie in Super Mario Sunshine vorkommen. Beziehungsweise dort zum ersten Mal vorkamen, glaube ich. Also Thema Super Mario Sunshine, das ist doch. Das ist doch dieser Riesenplooper. Und zumindest sieht er so ähnlich aus. Lol. Hier ist einiges an Geld. Ist also gut für Waluigi. Wario würde natürlich besser passen jetzt, aber. Lässt sich nichts machen. Was machen die denn? Die fahren voll in meinen Weg. Als würden die mich blockieren wollen. Und wie immer kriege ich kein Item. Was hat das denn? Ich wollte mir den Stab eigentlich aufheben, aber. Wobei ich habe jetzt gar nicht geguckt, was es für Items gibt. Vielleicht gibt es nur den Stab. Oder? Ja, es gibt nur den Stab. Zack. Warum sind die denn so schnell auf einmal? Kommt her. Easy. Mal Match hier auch noch. So, und jetzt fehlt mir noch Mario davon. Komm her. Warte mal kurz auf mich, ich will dir was schenken. Okay, das halt ließ ich mir jetzt nicht entgehen. Zack. Gut, auf dem Boost-Streifen habe ich schon mal Zeit, um einzuholen. Easy. Erster Platz, ich komme. Also ich bin schon da, aber in der Endrangliste. Zack. Ich finde es auch lustig, dass ich auf den Turbostreifen laut Kilometerzähler nicht schneller werde. Das würde bedeuten, dass die Koms langsamer werden. Das wird einfach nicht mit einberechnet, das kann auch sein. Ja, ich kann es ja nochmal testen, ob es schneller anführt. Eigentlich nicht. Also eigentlich schon, aber Kilometerzähler bleibt gleich.
Seltsam. Auf zur letzten Strecke. Ich bin jetzt der Shocking MK Lord. Cool. Die Coins sind jetzt irgendwie sinnlos geworden, kann das sein? Aber aus irgendeinem Grund schalte ich keine Items mehr frei. Muss ich dafür die anderen Hubräume machen? Wäre das so praktisch, weil ich die nicht machen kann. Was nehme ich mal? Ich nehme mal lustige Items. Ich nehme ein Triple Boo. Ein Triple Don't Cheap Cheap und dieses Triple. Ach, das ist das gleiche Bild wie beim Battle 1. Da erinnere ich mich dran. Also wahrscheinlich sind die Bilder gleich. Jetzt gibt's was zu gewinnen. So. Sind das jetzt noch Triple Items, die mir fehlen? Sieht denn das so aus? Diesmal lief der Stadt ein Stück besser. Komm. Easy. Direkt zwei Hits gelandet. Die Items sind cool. Als ob. Ist Toad nicht gerade voll gegen die Wand gefahren? Warum ist der auf einmal wieder vor mir gewesen? Was eine Strecke. Schade, ich würde ein neues Item bekommen. Hat nicht geklappt. Was war das gerade? Über was hat sich Waluigi gerade gefreut? So, als ob. Und ich habe jetzt noch extra ein Item geblockt. Hä, wie konnte die nach hinten schießen? Au. So. Die 4x-Räder. Falls mich eine überholt, kann ich sie auch mal einsetzen. Beispiel hier bei Mario, wobei jetzt treffe ich nicht. Das ist zu eng. Ach schade, warum habe ich das gemacht? Und erster. Jetzt noch die letzte Runde. Und ich habe ziemlich großen Abstand. Kann ich nur hoffen, dass es so bleibt, aber. Bei der Kurvenstrecke wird sich das wahrscheinlich ändern. Aber was soll ich hier auch schon groß machen? Ich muss halt mit den Items arbeiten, wenn ich hier was reißen will. Zack. Ja gut, wenn ich jetzt stark abbremse, komme ich etwas besser um die Kurven. Habe ich ihn getroffen? Jetzt keinen Fehler machen. Und dann habe ich das hier gewonnen. Easy. Aber war doch noch ziemlich knapp. So, was wird als nächstes passieren? Also jetzt kommt erstmal das Challenge Game, wie immer. Aber ich habe das Item freigeschaltet. Ich hatte auch
ein paar Strecken nochmal angespielt, um zu testen, ob wir da ob ich da ein Item bekomme, aber ich kann mir vorstellen, dass es zufällig ist. Und jetzt nochmal das. Jetzt mache ich nochmal das Battle gegen Robo Mario. Warum auch immer Robo Mario existiert. Ich habe den noch nie außerhalb von diesem Spiel gesehen. Was macht der denn? Ich habe verloren. Nee, es wird schon. Ach, der hat auch eine Gun. Lol. Ja, wenn ich drifte, habe ich mein Schutzschild. Ja gut, da habe ich jetzt nicht mehr gedriftet. Nein, Robo Mario, bitte. Ich muss doch gewinnen. Was ob? Als ob ich das jetzt verliere. Komm vorbei. Als ob. Als ob, Junge. Das war vielleicht schon etwas lächerlich, aber hier soll es recht sein. Yes. So, was gibt's für Coins? 39 Stück. Aber das ist irrelevant, weil ich eh nichts mehr freischalte. Lol. 150 CC clear. Jetzt kommen nochmal die Credits. Ja. Ja. Find's lustig, wie die Cards unten so verschwinden auf einmal. Aufgrund meines 16:9 Hacks. So, wie lange geht das jetzt? Bandai Namco Games. Was ist das? Nee. Oder doch? Hab ich? Ich hab das schon. Ja dann? Was ist dann? Dann schaltet man diesen sinnlosen First-Person-Modus frei und? Was soll mir das bringen? So, gibt's jetzt noch was zu machen? Ich geh mal rein. So, ich hab alles. Hab alle Trophäen hier. Die sehen auch leicht anders aus im Special Cup. Also dann, das war's mit diesem Let's Play. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Da kann man sich überraschen lassen. Und dann ja, bye.